So, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Habe ich eigentlich irgendwas, um mich zu heilen? Ach, da ist Kopfverletzung. Das ist eigentlich so ein Fall fürs Badehaus, ne? Naja. So, ich habe mir was überlegt, was ich machen will. Wir gehen jetzt doch erst zu den Köhlern. Und danach würde ich mich aber ganz gerne nochmal um Theresa kümmern. Die darf ich nicht vernachlässigen. Wo waren denn die Köhler jetzt? Da. Ja? Nee, Moment. Wo muss ich denn lang? Wie komme ich denn hier raus überhaupt? Ja doch, am Fluss entlang, ne? Mal gucken, ob mein Pferd das mitmacht. Ja, hüpf, Pferd, hüpf. Komm, Pebbles, das schaffst du. Naja, Fluss ist nun dehnbar. Es ist ja mehr ein Bach, ne? Als ein Fluss. Würde ich sagen, oder? Das zählt nicht so richtig. Ah, dann reiten wir hier mal querfeld ein. Ach, ja, so viele Zäune und alles. Ganz, ganz ruhig hier, Vorsicht. So, okay. Jetzt habe ich den Fluss aus dem Auge verloren, vor lauter. Hey, doch, hier drüben. Da müssen wir irgendwie in die Richtung. Guck mal, hier auf der Wiese werden ja wohl keine Banditen sein oder sowas, ne? Einige ist es mehr ein Bächlein als ein Fluss. Und wir haben auch wieder Sauwetter. Ah, da geht der Fluss ja weiter. Kräuter jetzt aus der Höhe zu finden ist auch nicht einfach. Ach, guck mal, hier wird er breiter. Was ist denn das da drüben? Warum rennt er denn da so in dem... Ich will es gar nicht wissen. So, ich glaube, die Köder waren auf dieser Seite vom Fluss, ne? Na komm, Pferd. Ganz ruhig, Pebbles. Wir können eigentlich auch mal hier... Man hat ja gesagt, wir werden sie riechen, ne? Und die machen viel Dampf, ne? Oh, was ist das denn hier? Das sind... Nee, nur ordinäre Mohnblumen, oder? Ja, okay. Egal, haben wir gerade mal eben im ziemlichen Umkreis mitgenommen. Hey, wo muss ich denn hin? Ach, auf der anderen Seite vom Fluss sind sie. Da muss hier aber gleich eine Brücke rüberkommen. Das Pferd müht sich aber auch hier ganz schön ab. Hier können wir rüber. Oh, es gewittert sogar schon. Krass. Okay, wir bleiben mal an der Straße. Mal gucken, was passiert. Also das Gewitter wirkt sogar richtig echt, ne? So mit diesen diffusen Blitzen. Wow, die Geräusche auch. Nicht schlecht. Hier dürften wohl die Köhler sein. In der Hütte hier. Denke ich mir. Mal gucken eben kurz. Nee, wir sind schon an vorbei an den Köhlern. Wo sollen die denn sein? Ein Pferd bleibt auch an dem Busch hängen hier. Das sind der Clara. Entschuldigung.
Hier ist ja keiner gerade. Besteig mal ab. Ach, die schlafen. Köhler, reden. Ist denn schon so spät? Warum wächst du mich? Hau ab! Nee, pff. Wortführer, der Köhler. Scheiße, hau ab! Wie spät ist denn? Es, ja gut, die werden den ganzen Tag gearbeitet haben. Aber was machen wir denn jetzt? Ich kann doch hier nicht einfach mich zu denen legen und auch pennen, oder? Ach, wisst ihr was? Wir können uns mal die Zeit eben verkneiben. Dieses Schloss ist zu kompliziert. Wie? Wow, okay, ja gut. Ich kann jetzt hier draußen nicht schlafen, ne? Ich kann nur warten, oder gibt es da drüben eine Nachbarhütte, wo ich mich reinlegen kann und pennen kann? Muss ich mein Pferd eigentlich auch füttern oder sowas? Ich setze mich doch jetzt nicht hin und warte. Für auch stockdunkel jetzt gerade. Ich muss schon schlafen irgendwann. Ach, das ist jetzt ja doof. Wisst ihr was, dann müssen die Köhler warten. Dann machen wir jetzt eine Schnellreise. In die Rataya Mühle. Na, aber doch nicht zu Fuß. Ich hätte gerne mit Pferd. Mich vorher aufs Pferd setzen sollen, ne? Weil so ein Idiot, der nachts durch die Gegend läuft, ne? Und sein Pferd einfach stehen lässt. Und sich dann wundert, dass er erst kurz vor Mitternacht zu Hause ankommt. Meine Güte, kann man das Pferd mal rufen? Da ist es. So was Dämliches habe ich ja noch nicht erlebt hier. Dann legen wir uns auch mal eben schlafen. Oh, hallo Theresa. Sonst liegt doch dein Vater da, oder? Täusche ich mich da? Ist ja merkwürdig. So, schlafen. Machen wir mal bis 5, 6. So. So, dann will ich auf jeden Fall, es wäre schneller gegangen, wenn ich auf dem Pferd gesessen hätte, ne, oder? Mit dem Schnellreisen? Ich weiß es nicht, muss ich nochmal ausprobieren. Wahrscheinlich. Könnte ich mir schon vorstellen. Und ins Badehaus muss ich auch nochmal. Steht da irgendwann drin, um wie viel Uhr ich zu Theresa sollte, oder ist sie da nicht so? Besuche Theresa. Lass uns das mal eben machen. Ja, das läuft. Geh weg. Okay. Lass mich in Ruhe. Ob die Köhler schon wach sind? Schnellreise. Ja, ist fast egal, ob ich von hier aus da reise, ne? Oder? Irgendwie ist egal, ne? Was machen wir denn jetzt? Lass uns mal Folgendes machen. Wir nehmen jetzt die Sachen mal mit. Die ganz dreckigen Sachen und dann gehen wir ins Badehaus und baden mal eben.
Jetzt bin ich zwar überladen, aber das ist egal. Lass uns mal eben zum Badehaus gehen. Da drüben ist es ja. Mal gucken, ob die da meine Sachen mitwaschen. Aber ich glaube, das Badehaus hat auch nicht vor 9 geöffnet, ne? Oder kann ich hier schon jemanden ansprechen? Ich glaube, ich muss ja warten bis 9, ne? Ja. Oder bis 8 muss ich, glaube ich, warten. Wir warten mal eben. Man muss ja auch gleich dringend was essen. Warum das am Ende so langsam läuft, die Uhrzeit? Das hat auch nur anfänglich seinen Reiz, ne? Irgendwann wird es dann auch langweiliger, ne? Mit dem Warten. Da ist sie ja. Reden. Dienste des Badehauses in Anspruch nehmen. Ich möchte etwas bestellen. Was hättest du denn gerne? Genau, mit Wunden. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen und ein Bad nehmen. Oh, und meine Kleider gehören gewaschen. Mal gucken, ob mein Inventar mitgewaschen wird. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Oh, Wundenversorgung ist teuer, was? Das ist mir zu teuer. Und wie viel würdest du zahlen? Oh, Wundenversorgung scheint echt teuer zu sein. Ah, die Kopfverletzung muss weg. Wir nehmen 26,5. Zufrieden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Okay, nein, 28. Die Zubedirnen werden einen neuen Menschen aus dir machen. In einer Stunde, okay. Es muss aber jetzt nicht in Echtzeit vergehen, oder? Wenn ich schon keine... Ganz ehrlich, dafür kriege ich jetzt sogar eine Ladeanimation. Das ist doch aber albern. Wie wär's mal, wenn ihr mal... Grafik einblendet oder sowas? Ah, ich bin dann auch satt wieder. Okay, und hat 100% Energie. Ich wollte es immer noch ohne Dame machen. Das machen wir irgendwann andermal. Nee. Also, wer auch immer gesagt hat... er hat gelogen. Also, da musste sie tragen halt, ne? So viel zu den Kommentaren. Ich glaube, das war so, ich weiß gar nicht. Ja, doch, das war, weiß nicht, wer es war. Vielleicht keine Idee, ist auch egal, aber es haben mir, glaube ich, 2 Leute geschrieben irgendwie. Oder ich habe sie komplett falsch verstanden, aber ich meine, sie haben geschrieben, im Badehaus einfach mitnehmen. Ich glaube, es wurde sogar geschrieben, dass alles, was in meiner Kiste ist, mitgewaschen wird automatisch. Das ist ja ein grober Unfug, sage ich mal. Das stimmt ja nur auf keinen Fall mit der Kiste. Und selbst wenn ich es im Inventar habe, wird es nicht mitgewaschen. Ein bisschen schade, weil es halt blutverschmiert ist, ne? Ich müsste mir die Sachen sonst anziehen und dann baden gehen. Heinrich kommt uns besuchen. Ja, Heinrich kommt euch besuchen, genau. So, also packen wir die Sachen mal eben schnell wieder weg. Ein bisschen ärgerlich halt irgendwie, aber ja. Naja, so ist das halt. Verschieben. Das kommt
weg, das kommt weg, der kommt weg, der Silberring kann weg, die kann weg, den können wir mal wieder, das kann weg, den können wir mal anziehen hier vielleicht, irgendwie Spieler, Inventar, ausrüsten, so. Und eigentlich können wir Pebbles doch mal eben leer machen, oder? Muss ich mich echt wieder draufsetzen, um an das Inventar vom Pferd zu kommen? Ist das so? Oder komme ich da irgendwie auch anders hin? X ins Inventar, ins Inventar. Pferd. Gewöhnliches Soundzeug. Nehmen wir das mal alles dem. Ja. Oh Gott, der Pilz ist schlecht. Oh, die muss ich schnell verarbeiten, dann wahrscheinlich die Pilze, was? Sowas. Man könnte da mal gucken, ob man irgendwie die Kleider in diesem Trog da waschen kann oder sowas. Vielleicht geht das ja auch. Das könnte man eigentlich mal probieren. Wer weiß, vielleicht klappt das ja. Verschieben. Den blutrigen Hufkratzer, den muss ich wohl behalten. Die Distel können wir verschieben. Die gepolsterte Bunthaube. Die Lederhandschuhe. Das werde ich dann irgendwann mal offline machen, dass ich die ganzen Sachen so, was haben wir hier? Eine Jagdpfeil. Der Knüppel kann weg. Das Ritterlangschwert. Ja, die Pfeile und sowas, die behalte ich einfach mal. Ne? Ich fieg jetzt schon wieder immer noch sehr viel. Wo ist Theresa denn jetzt? Deshalb bin ich überhaupt hergekommen. Da ist Theresa. Guten Tag. Hallo, Theresa. Schon wieder 17 Minuten um, ohne dass wir was gemacht haben. Unglaublich, ey. Ich hab dir was mitgemacht. Ich wüsste gerne. Das können wir denn gerne. Das können wir sie denn fragen? Ach, das interessiert mich nicht. Das wäre alles. Ja. Möchtest du wieder etwas mit mir unternehmen? Jetzt geht es leider nicht. Komm am Abend wieder, ja? Okay. Was passiert eigentlich? Ich habe dir etwas mitgebracht. Was denn? Oh, Heinrich, ist das für mich? Das muss dich Unsummen gekostet haben. Ich weiß nicht, was ist es denn? Sehr, danke. Mach mir lieber nicht mehr solche Geschenke, sonst verwöhnst du mich zu sehr. Das habe ich dir denn gegeben. Ich habe ja eher so eine Befürchtung, dass es der Ring war oder sowas, ne? Nee, den trage ich. Die Halskette auch. Keine Ahnung, was ich ihr da gegeben habe. Karotte? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So. Also, aufsitzen. Und dann machen wir jetzt eine Schnellreise eben dahin. Zum oberen Tor und von da aus dann. Ne? Weiter. So, und dann können wir gleich mit unserem Pferd. Ich glaube, ich bin jetzt auch zu Fuß nur da, ne? Es ging jetzt auch nicht schneller als vorher. Dann können wir da eben. Ah doch, ich sitze auf dem Pferd. So, dann galoppieren wir dahin. So schnell es geht. Und sprechen mal mit den Köhlern und dann können wir aber vielleicht den Abend dann noch mit der werten Theresa verbringen. Und dann müsste ich auf alle Fälle dann zeitig zurück sein. Das wäre ganz gut. War hier nicht ein Nest irgendwo auf dem Weg? War hier nicht irgendwie eins? Nest? Nee, der Unfallort war hier. Ach doch, und da war das Nest und da sind die Köhler. Ja, dann schade. Ein anderes Mal.
Ah, guck mal, ein Spezialisierungspunkt für Reiten. Sehr schön. Guck mal, hier gibt es auch mal wieder kostenloses Essen. Kann ich hier weiter runter, oder? Ja, könnte ich. Hier ist der richtige Weg. Verstehen die hier eigentlich immer diese Findlinge rum? Ich überlege schon, ob ich vielleicht lieber Zähne hätte nehmen sollen. Ich habe mir jetzt geskillt, dass ich Geweihe abnehmen kann. Wobei so ein Kaninchengeweih wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, denke ich mir. Da müsste ich schon irgendwie... ein Wildschweingeweih, ne? Müsste ich mir dann schon besorgen, denke ich mir. Oder so ein Bärengeweih. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich mir genau aus diesem Grund lieber Zähne nehmen sollen. Wobei ich so Kaninchenzähne auch schwierig finde. Aber naja, mal gucken. Ich frage mich, ob man das Pferd wirklich füttern muss. Könnt ihr mir vielleicht bitte mal in die Kommentare schreiben? Das würde mich bei dem Spiel ja nicht wundern, ne? Dass ich das füttern und sauber halten muss auch oder so. Das weiß ich gar nicht. Ich meine, ich möchte mich da schon drum kümmern, ne? Oder ich stelle es einfach hier mal hin und dann kann es nachts ein paar Schafe reißen. Und dann geht es ihm vielleicht auch schon wieder gut, dem Pferd. Das kann ja sein. So, da oben war das, glaube ich, ne? Jo, da dampft es auch schon. So. Wie viele Karotten brauchst du ein Pferd eigentlich auf 100 Kilometer? So, wo ist denn hier der Oberwortführer? Ja, wo ist denn er? Der Sprachführer von denen hier. Dann spreche ich halt mit dir. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich suche nach einem rothaarigen Jungen. Er soll mit Köhlern befreundet sein. Wir sind mit keinem Rotschopf befreundet. Er arbeitet als Stallbursche beim Gestüt. Wo das ist, weiß ich. Aber ich kenne keinen von dort. Okay, er kennt keinen. Ja, aber vielleicht, wo ist denn der Wortführer hier? Was willst? Frag zuerst mich. Ah ja, okay. Ja, dich habe ich auch gesucht. Was hast du denn hier für versteckt? Ich brauche Hilfe bei meiner Suche. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Der Junge war Zeuge eines Massakers. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde. Aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Aha. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Yay. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köhler. Ja. Versuch's bei denen. Hm. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Ach was. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten? Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Okay. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen.
Aber der Wald ist riesig. Mhm. Das könnte Wochen dauern. Dann folgt dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Okay. Gut. Ich werde mich anderswo umhören. Ich wusste es doch, dass es weitergeht mit Frag andere Köhler. Es war mir von vornherein klar. Es war sowas von klar. Boah, so weit weg? Echt jetzt? Krass. Dann können wir auch fast einen Schimmel abholen, was? Warum sehe ich denn das gar nicht auf der Karte? Doch, muss doch da oben, ist so weit weg, B. Ich überlege, ob wir vielleicht die, wollen wir die Schnellreise bis dahin nutzen eben, bis Neuhof. Und das geht ein bisschen schneller wenigstens. Ob wir dann bis zum Abend wieder zurück sind, ist auch die Frage. Posten das Vorderteil vom Pferd. Da, okay. Ja, man muss immer wissen, wo vorne ist am Pferd. Ganz wichtig. Den Weg entlang. Okay, und dann rechts halten. Ja, dann machen wir das doch. Da oben, ja, jetzt sehe ich das B auch. Ja, machen wir das. Das kriegen wir noch hin. In dieser Folge, würde ich sagen. Und, muss ein bisschen auf den Ausdauerbalken. Ich hetze es da jetzt richtig rüber gerade. Das muss ich auch wieder erholen können. Ja, sonst wirft es mich auch irgendwann ab. Und das ist ja kein lila Pferd. Das dürfen wir nicht verheizen. So. Sehr schön. Warum gehen wir hier nochmal die Spuren hier? Gehen wir ein bisschen querfeld ein. Gucken, es kann natürlich durchaus sein, dass wir hier nochmal auf Banditen oder sowas treffen. Da muss man halt leider mit rechnen. Ne? Wie weit sind wir denn schon dran? Oh ja. Ah ja. Daraus kommt, gib mir dein Geweih. Also dürften die Köhler hier sein. Hoffe ich mal, dass das Köhler sind. Ja, sind sie. Okay, steigen wir hier mal ab. Wer hat denn hier was zu sagen von euch? Du hier? Nee. Du? Auch nicht. Du? Mit der Schaufel? Nee, auch nicht. Und du, was zu sagen hättest, würdest du nicht schaufeln, ne? Sondern einfach nur doof aufs Feuer glotzen, wie der hier zum Beispiel. Genau, und der hat auch was zu sagen. Guten Tag. Ich suche nach Rotschopf aus Neuhof. Gibt wahrscheinlich noch Köhler im Westen, weißt im Osten. Weißt du etwas über ihn? Na, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Nun, dann wirst du woanders hin müssen. Gewöhnlich kommt er nicht hierher. Aha. Versteckt ihr ihn hier? Wenn er hier ist, mache ich euch die Hölle heiß. Der Junge war Zeuge eines Massakers. Es ist nur 6. Da habe ich nur den Wert von 6. Ne? Eigentlich sollte man auch das nehmen, wo ich den höchsten Wert habe. Ne? 8 ist schon nicht schlecht, oder? Wenn ihr ihn hier versteckt, überlegt es euch bitte gut. Herr Ratzig schickt mich. Die Aussage des Jungen könnte ein weiteres Blutbad verhindern. Ich verstehe die Dringlichkeit. Aber er kommt wirklich nie her. Okay. Er ist mit ein paar Jungs drüben bei Thalmberg befreundet. Okay. Und wo finde ich sie? Dein Thalmberg. Geh nach Westen und folge dem Bach. Wusste doch Westen. Dann findest du sie.
Und da ist noch was, was du wissen solltest. Andere haben hier nach ihm gefragt. Dreckige Halunken. Wohin sind sie gegangen? Wie sahen sie aus? Sie sind nach Westen. Aber das muss nichts heißen. Und sie sahen... Naja, einer kam her und stellte uns viele Fragen, während der andere sich fernhielt und finster dreinschaute. Sahen aus wie Halsabschneider, die beiden. Ach, ey. Wie ich es doch geahnt habe. Ich würde jetzt eigentlich gerne da eben hin, ne? Ach, da. Ja, okay. Dann brauchen wir nur am Fluss weiter lang reiten. Das kriegen wir doch hin. Machen wir das. Der Fluss muss ja hier unten sein. Ah ja, Fluss. Ne? Reiten wir hier mal durch. Ach, hier ist auch ein Weg. Das ist ja gut. Was sind das denn für Leute? Was hatten die denn für ein Problem? Weil die eben so gerannt sind. Okay. Ist das schwierig, ne? Oder? Ich dachte eben erst, die wollten was von mir. Dann bin ich gleich weitergeritten. Boah, da habe ich eben Vögel aufgescheucht, links. Mal gucken, ich muss hier nicht hinter jedem Busch gleich einen Bandit verbergen. Irgendwie. Ist aber echt sehr hübsch hier, muss ich sagen. Sieht richtig schön aus. Und wir sollten mal jagen gehen. Oh. Echt? Komm. Wo? Ja, wie ein Nest. Ist alles voll Nestern oder sind die Tannen hier so komisch aus? Welches davon ist es denn jetzt? Will ich verarschen? Die ist alles voll Nester. Oder welches? Was? Ich glaube, für sowas habe ich gerade keine Zeit. Ich hätte aber ganz gerne mal... Oder gehört das zum Baum? Ist das gar kein Nest? Okay. Genau, wo ist es denn jetzt? Du hast gefunden, Nest ist ja auch echt so eine schwierige Aussage, ne? Akut sehe ich keins. Es könnte ja auch mal ein Nest am Boden sein, ne? Ach komm, wir gehen weiter. Aufsitzen. Vielleicht kriegen wir die Köder doch noch hin. Wir sind schon wieder bei 33 Minuten. Ich mache die Folgen auch momentan echt sehr lang alle. Falls euch das mal aufgefallen ist, irgendwie so. Also wir sind, unter 30 Minuten sind wir irgendwie nie. Meistens sind wir noch weit drüber. Okay, wir müssen auf die Seite. So, da sind sie. Mal schauen. Jetzt nehmen wir uns gleich den Typen, der hier nicht arbeitet. Das wird wahrscheinlich der Chef sein. Nee. Doch, Radan. Er hat einen Namen. Der muss was Besseres sein. Der hat sogar einen Namen. Gott sei mit dir.
Ich suche einen Stallburschen vom Gestüt. Wie ich hörte, versteckt er sich bei Köhlern. Davon weiß ich überhaupt nicht. Keiner kommt je hierher, wegen dem Rauch und so. Verstehe, aber... Die Leute sagen, ihre Kleider würden sonst stinken. Weiß nicht, warum die sich beschweren. Das Harz macht den Stoff doch robuster. Ja, wie, das war's? Hey, das kann jetzt nicht alles gewesen sein, ne? Köhler Zwilling. Wir sprechen die jetzt alle an. Glück und Gesundheit. Einer von denen muss ja weich werden. Ich suche Rotschopf. Er soll sich bei ein paar Köhlern verstecken. Rotschopf wer? Rotschopf halt. Ein Stallbursche vom Neuhofer Gestüt. Ich kenne niemanden von dort. Vielleicht. Andererseits könnte er einer der Halsabschneider sein und will uns austricksen. Ah, das glaube ich nicht. Die Zwillinge. Beste Grüße. Die spielen wir jetzt gegeneinander aus. Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Weißt du, wo er steckt? Wenn du von hier aus nach Süden gehst, kommst du an Andreas Schenke vorbei. Folgst du der Straße Richtung Osten, kommst du nach Neuhof. Ja, und? Ich weiß, wo Neuhof ist. Der Junge ist nicht dort. Ah, dann kann ich nicht helfen. Hier ist mir keiner aufgefallen, auf den der Name passt. Na gut, hab Dank. Aha. Mir kommt das komisch vor hier. Ich trau dem nicht. Was mit dem da? Der Wortführer. Den habe ich gesucht. Der steht ja nicht mehr mit. Gelobt sei Jesus Christus. Der sitzt ja nur noch jetzt hier. Ich suche Rotschopf. Einen Stallburschen aus Neuhof. Und warum suchst du ihn nicht beim Gestüt? Er war dort. Aber jetzt soll er sich bei irgendwelchen Köhlern verkrochen haben. Und wo hast du das her? Egal, jedenfalls haben wir hier keinen Rotschopf. Versuch's woanders. Na, das geht auch freundlicher. Hör zu, ein furchtbares Unglück hat Neuhof ereilt. Und Herr Ratzig verlangt, dass die Schuldigen gefunden werden. Aber du hältst mich nur auf. Also wenn dich Herr Ratzig schickt, kannst du dich gleich um die zwei Halunken kümmern, die auch nach dem Jungen gefragt haben. Und weißt du, wo sie sind? Sie können nicht weit sein. Vielmehr weiß ich nicht. Von hier aus sind sie nach Süden, also könntest du es ja dort versuchen. Oh ja. Gibt dort viele gute Verstecke. Also okay. Soll ich sie aufspüren und umbringen? Sure. Kümmere dich um sie, damit sie hier keinen Ärger machen. Dann sage ich dir, was ich weiß. Ach was! Töte den Banditen. Na toll, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Ich muss zuerst mit Rotschopf sprechen. Für so etwas habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss erst mit Rotschopf sprechen. Du wirst gar nicht mit ihm sprechen, wenn sie ihn vorher kalt machen. Willst du etwa diese Art von Gerechtigkeit? Ha, ich könnte jetzt natürlich auch lügen, ne? Auf der anderen Seite, Banditenplündern lohnt sich ja auch. Ständig krauchen sie hier irgendwo herum. Ihr Versteck muss in der Nähe sein. Sie sind vom Osten gekommen, über die Brücke. Haben dann den starken Mann markiert und sind auf demselben Weg zurück. Ich kenne in der Richtung nur einen Ort. Und der wäre? Es gab da ein Lager zwischen hier und den Köhlern im Osten. Dort sind sie wahrscheinlich. Wir führen dich hin. Okay. Das machen wir wohl. Einverstanden. Ich suche sie. Die Worte eines wahren Mannes. Komm wieder, wenn du sie erledigt hast. Dann reden wir. Spiel gespeichert. Das machen wir bei der nächsten Folge. Ich verabschiede mich mal und bin mal gespannt, was das so wird. Ja, uns geht's ja sonst gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, die würde ich schon ganz gerne... Dann habe ich die Möglichkeit, die zu plündern zum Beispiel. Und das wäre gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Das kriege ich im Leben nicht hin. So, ja, okay, gut. Dann verabschiede ich mich für den Augenblick. Bis dann, tschüss.